Checken Politiker nicht, wie sie mit jungen Wählern kommunizieren sollen? Verstehen junge Erwachsene politische Inhalte oft gar nicht? Oder ist es die Jugend selbst, die sich nur schlecht informiert? Wir haben nachgehakt, und zwar da, wo sich die Jugend wirklich aufhält. Woher zieht ihr eure politischen Informationen? Politische Informationen? ntv.de. ntv.de? Guckt auf die Tagesschau? Gibt's für die Jugend überhaupt noch irgendwie eine Möglichkeit, Politik zu checken? Ja, klar. Wenn man sich halt ein bisschen dafür interessiert, ist es schon möglich. Ja. Jungs, 5:1 gewonnen, gutes Spiel. Na, die sollten mal mehr Klartext reden, so wie unser Trainer, wenn der in der Halbzeitpause in die Kabine reinkommt und dann mal einen richtigen Brüller rauslässt. Verfolgen Jugendliche eigentlich noch Bundestagsdebatten? Sag mal, auf welcher Nummer ist bei dir eigentlich Phoenix? Oh. Entschuldigung, interessiert ihr euch wenigstens für Politik? Nein. Politik ist manchmal auch nicht zu verstehen. Soziale Marktwirtschaft oder soziales Netzwerk? Marktwirtschaft. Soziale Marktwirtschaft haben wir doch hier in Deutschland, ne? Meiner Meinung nach ist es so, dass alle Möglichkeiten überprüft werden müssen. Wieso hört man in der Politik immer so wenig Klartext? Wiefern eine Problemlösung in Form eines Gesamtpakets anzustreben sein könnten. Alter. Zu erziehen, natürlich muss man erst abwarten, ob wirklich belastbare Zahlen vorliegen, um gegebenenfalls auch nachzujustieren. Wir brauchen klare Worte, klare Aussagen. Jetzt ist meine Frage, würdest du dem klar zustimmen oder sagst du nein, widerspreche ich? Sowohl als auch, ich habe ungefähr null verstanden. Aussagen, die bei 2 Promille noch funktionieren. Sie geben sich ständig Mühe, nichts Falsches zu sagen. Und dadurch wird alles mega schwammig und kein Schwein blickt mehr durch. Niemand kann sich mehr darauf verlassen, was was ist. Von den Politikern aktuell hat keiner mehr die Eier dazu, das zu sagen, was er wirklich denkt. Ja, haben Politiker die Eier in der Hose, wirklich Klartext zu reden oder nicht? Und was braucht es denn eigentlich, damit wir jungen Menschen uns in politischen Debatten wirklich gemeint fühlen? Genau das wollen wir heute Abend herausfinden. Deshalb herzlich willkommen zur Media Lounge 2013 hier aus der Hochschule der Medien in Stuttgart. Ja, und dazu reden wir mit denen, die es angeht. Wir reden mit Jung und Alt, wir reden mit Prominent und nicht so Prominent. Wir reden mit Journalisten, haben einen Kabarettisten zu Gast und natürlich auch Politiker. Und eine davon ist die hier, nämlich Birgit Homburger. Als junges Huhn mit gerade mal 25 Jahren in den Bundestag gewählt, gilt sie dort nach 23 Jahren Abgeordnetenleben mittlerweile als alter Hase und als Libero der Liberalen. Wie passend, denn als Kind wäre sie gerne Fußballerin geworden oder Kriminalkommissarin. Sie setzt sich vor allem für Umwelt, Wirtschaft und Technologie ein. Als Tochter eines Schreinermeisters weiß sie, wie man politische Gegner festnagelt. Herzlich willkommen bei der Media Lounge 2013, Birgit Homburger. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, Frau Homburger. Herzlich willkommen. Frau Homburger, Sie sind mit 17 Jahren schon in die FDP eingetreten. Mit 23 waren Sie dann schon Landesvorsitzende der Jungen Liberalen in Baden-Württemberg. Warum schon so früh der Weg in die Politik? Naja, also das ist ja nicht wirklich ein Weg in die Politik, sondern ich habe mich einfach politisch interessiert. Das habe ich zu Hause mitgekriegt, weil bei uns zu Hause haben wir immer politisch diskutiert. Es gab eine Tageszeitung. Unsere Eltern haben auch immer gesagt, Mensch, lest das mal, guckt euch das mal an. Und auf die Art und Weise habe ich dann schon auch ein gewisses Interesse entwickelt. Und dann habe ich halt irgendwann mal gesagt, okay, ich schaue mich jetzt um. Und dann bin ich bei den Liberalen gelandet, weil ich der Meinung war, es ist die einzige Partei, in die ich reinpasse. Weil ich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin. Jetzt sind Sie ja schon eine ganze Weile in der Politik. Haben Sie sich nicht mal überlegt, irgendwas anderes zu machen? Na klar, ich habe was Ordentliches studiert, ich habe was gelernt, ich habe ordentlich gearbeitet. Kann man sich vielleicht nicht vorstellen, aber das ist so. Ich habe Verwaltungswissenschaften studiert in Konstanz und ich kann auch jedem nur raten, irgendeine Ausbildung auch fertig zu machen. Es muss kein Studium sein. Wir haben auch eine super duale Ausbildung, gerade in Baden-Württemberg. Und dann eben auch zu gucken, dass man einfach eine Perspektive sich aufbaut. Ja, jetzt heißt es ja immer, wir jungen Leute, wir interessieren uns nicht mehr wirklich für die Politik. Liegt es manchmal auch daran, dass Politiker in Floskeln reden, Sachen sagen, die man vielleicht auch nicht verstehen kann? Naja, also wird immer behauptet, also wir geben uns immer Mühe, immerhin das, also...
Aber es gelingt halt auch nicht immer, weil manche Themen sind einfach komplex. Das muss man einfach auch anerkennen. Und dann kann man nicht einfach nur eine kurze, knappe Antwort geben. Die wird dann oft der Komplexität des Problems einfach nicht gerecht. Und da dann noch durchzusteigen, das ist klar, dass es vielen schwerfällt, die das nicht permanent beobachten. Also ist es eine Herausforderung, dass wir natürlich auf der einen Seite unsere Arbeit im Bundestag machen, mit der Sacharbeit, mit den Details, und auf der anderen Seite eben versuchen, das nach draußen irgendwie zu kommunizieren. Und da, glaube ich, lernt man im Laufe der Zeit auch ein bisschen dazu. Einer, der versucht, Politikern wirklich konkrete Antworten zu entlocken, und wie die genau das macht, den sehen wir jetzt, das ist nämlich Thilo Jung. Thilo Jung ist Model, aber vor allem auch Blogger und Journalist. Sein Format heißt Jung und Naiv. Wir treffen ihn heute in einem Café in Berlin-Mitte. Ich gehe jetzt einfach mal rein, mal gucken, ob er schon da ist. Was bereitest du gerade vor? Wie gesagt, ich recherchiere gerade und habe meine Facebook-Freunde, meine Fans gefragt, ob sie Fragen an diejenigen haben, die ich nachher interviewe. Wo sind wir dann später dabei? Ich gehe zu Dagmar Wöhrl, das ist eine CSU-Bundestagsabgeordnete, und ich rede mit ihr über die Homo-Ehe. Beim Bundestag. Und wir müssen noch gleich los. Müssen jetzt los? Ja. So, wir haben noch ein Stück. Wie? Mit Fahrer. Mit dem Fahrer, was für ein Luxus. Ja, cool, alles klar. So, haben wir hier vom Bundestag das Interview, oder? Direkt davor. Ich finde das mal eine super schöne Gelegenheit. Thilo, wie bist du denn eigentlich an die Dagmar rangekommen? Ich habe ihr eine DM geschrieben, per Twitter. Das heißt, damit hast du sie quasi auch persönlich erreicht. Ist eigentlich Social Media auch ein gutes Werkzeug dafür, schneller an Leute ranzukommen. Und vor allem an Politiker, oder? Absolut. Ich würde sagen, ihr baut auf. Wir bauen auf. Wir gucken dir mal zu. Dann warten wir auf Dagmar und dann geht's los. Alles klar. Cool. Alles klar. So, Dagmar Wöhrl ist mittlerweile angekommen. Sie fangen jetzt quasi auch an. Wir gucken jetzt einfach mal, was passiert. Ich wollte mit dir reden, weil heute wurde ein Gerichtsurteil gesprochen in Karlsruhe. Das Verfassungsgericht, kannst du kurz erklären, worum es da ging? Ja, Bundesverfassungsgericht hat heute entschieden, dass die Lebensgemeinschaften gleichgestellt werden im Ehegattensplitting. Jetzt hat man gemerkt, wie Thilo sie gerade geduzt hat. Sie müssen, oder du musst es du musst es so sehen. Anscheinend ist er drauf eingestiegen und duzt ihn jetzt auch. Bis jetzt waren gleichgeschlechtliche Partnerschaften, konnten nicht unterliegen diesem Ehegattensplitting. Da ist der Punkt. Thilo kommt schon auch ganz schön nah beim Gespräch. Damit baut er, glaube ich, will ein bisschen diese Distanz abbauen, ob das so angenehm ist für einen Politiker. Da ist der Punkt heute. Da ist der Punkt gewesen, sondern sie waren benachteiligt. Das heißt, sie hatten zwar Rechte, vielmehr sie hatten Pflichten, ja? Sie mussten füreinander einstehen, in Unterhalt, wie eine normale Ehe. Sie hatten aber nicht die Rechte, den Vorteil dieser Steuer. Dankeschön. Bitte, tschüss. Ich wollte nur ganz kurz fragen, wie Sie die Formatidee von Thilo finden, einfach echt immer naiv bei einem Thema nachzuhaken. Ich finde es gut. Ich glaube, wir müssen auch lernen, als Politiker einfacher zu reden. So mit der einfachen Sprache des Volkes zu reden, dass auch Menschen, die jetzt mit den ganzen Wörtern nichts anzufangen wissen, dass sie das auch verstehen, um was es da geht. Jetzt hat Thilo Sie ja beim Interview geduzt. Ja. Wie fandest du das? Ich muss dazu sagen, wenn ich jetzt mit ihm nicht über Twitter befreundet wäre, duze ich mich jetzt eigentlich nicht jetzt mit, dass ich jeden jungen Menschen jetzt mit du anspreche. Mache ich nicht. Thilo, wie lief's mit Dagmar? Ganz in Ordnung. Ich fahre jetzt nach Hause, da wird hochgeladen und dann geht's weiter. Das heißt, geschnitten oder ungeschnitten? Ungeschnitten. Ungekürzt, ein bisschen bearbeitet, also in dem Sinne gibt ein Intro, ein Outro und Kameraschnitte, aber ansonsten gar nichts. Sehr gut. Thilo, ich bedanke mich bei dir. Wir sehen uns. Bis bald. Dankeschön, bis bald. Ciao. Schönen Tag noch. Ciao. Model, Blogger und Journalist, dazu auch noch gut aussehend, aber jetzt genug von mir. Zurück ins Studio. Thilo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Thilo, dein Format heißt Jung und Naiv. Warum hast du es gemacht? Oder warum machst du es? Weil mich die politische Kommunikation ziemlich angekotzt hat und mich gerade politische Interviews immer total gelangweilt haben. Und ich eigentlich zwar verstanden habe, worum es ging, aber nur, weil ich mich für Politik interessiere, aber auch gemerkt habe, dass oft Politiker und auch Politikerklärer nicht mehr wirklich der Bevölkerung erklären wollen, worum es geht.
Und deswegen Jung und Naiv. Ist es dir auch persönlich wichtig, dass junge Leute auch Politik verstehen? Ja, weil das sind die Wähler. Ich meine, ich habe immer oft das Gefühl, dass die Politiker Politik für sich selbst machen und für die Medien, die sie gut finden. Aber ansonsten, ja. Du duzt die Politiker recht gerne. Du hast ja auch ein relativ freches Auftreten, kommst in kurzer Hose und Hemd, nicht nur jetzt hier vorm Bundestag, sondern auch an ganz an verschiedenen anderen Veranstaltungen. Warum das Duzen? Warum und nicht? Warum die kurze Hose? Ja, warum nicht? Ja. Also meine, das sind alles diese Gepflogenheiten, diese Etikettensachen. Ich hatte letzte Woche gerade einen Blogger, der ist der Büroleiter von einem CDU-Abgeordneten, der sich in zwei Blog-Einträgen beschwert hat, dass ich erstens duze und zweitens, dass ich kurze Hosen trage und wir ja nicht auf den Bermuda-Inseln sind. da sage ich mir immer Stock aus dem Arsch, ja. Also, ja, aber ich meine, wo sind wir denn hier? Ich meine, da haben doch die Politiker nicht zu entscheiden, wie man interviewt wird. Und am Ende können sie immer noch sagen, nein, so möchte ich nicht interviewt werden, dann muss ich das akzeptieren. Aber bisher hat das noch niemand gesagt. Wie finden Sie das mit dem Duzen? Ich finde es ganz witzig. Ja? Also, das, was er macht, finde ich witzig. Mit dem Duzen finde ich nicht unbedingt. Nee, also wir sind jetzt, ich wollte es auch gerade fragen, wir sind jetzt hier ein relativ junges ja. Format. Nee, also ich finde das, von mir aus können wir uns heute Abend duzen. Gut. Ich heiße Birgit. Sehr schön. Ja, so einfach geht's. Ja. Ich meine, im Grunde ist es ein Stilmittel. Ne? Ein Stilmittel, natürlich soll die Distanz ein bisschen kleiner sein. Und ich habe auch gemerkt, dass einfach nur die Politiker automatisch gezwungen werden oder sie selbst zwingen, anders zu reden. Weil die einfach nur gemerkt haben, hey, ich bin jetzt hier nicht im Fernsehen, ich rede hier nicht mit einer Zeitung, sondern quasi mit einem normalen Bürger. Naja, das ist, ich meine, es wird ja gesendet. Also, ja, klar. Deswegen sollte man schon ein bisschen wissen, was man loslässt und was ja, man natürlich. Sagt. Ja, ne? Natürlich, aber der Punkt ist, dass ihr trotzdem euer Schutzmauer ein bisschen abstellt. Also ein bisschen. Boah, das kann sein. Aber ich sage jetzt mal, das mit dem Siezen hat im normalen Geschäftsbetrieb schon was für sich, sage ich jetzt mal. Ja, ich habe auch schon mal jemanden das Du abgelehnt, weil ich gesagt habe, ich sage lieber Sie Idiot als Du Idiot. Also das muss man sich schon auch überlegen. Ich finde, klar. man muss sich schon auch, es gibt bestimmte Umgangsformen im Geschäftsbetrieb, wenn man das jetzt, wenn man Politik anders vermitteln will, ja, und einfach sagt, man setzt es als Stilmittel ein, dann ist es, finde ich, okay. Dann ist es was man probieren kann. Ob das viel bringt, kannst du besser beurteilen als ich. Ich meine, ich sage ja auch nicht, dass es in der Tagesschau so sein soll, aber warum nicht in so einem Format für jüngere Leute? Ja, klar. Wir haben so einen Typen wie Thilo, der wirklich auch junge Menschen für politische Themen auch begeistert und interessiert durch sein Format. Auf der anderen Seite haben wir jetzt die FDP, die ja eigentlich auch wesentlich mehr Geld hat, wesentlich mehr Personal und die über Social Media ja im Moment die jungen Leute nicht so wirklich erreichen, oder? Na, wie das kann das sein? Also ich sage jetzt mal, das ist schon mal das erste Missverständnis, dass wir viel Personal haben. Naja, mehr als eine One-Man-Show. Mehr als er, ja, aber ich glaube, wir müssen auch ein bisschen mehr organisieren. Weil es hängt ja da der ganze Wahlkampf beispielsweise jetzt dran, die ganze Arbeit in der Legislaturperiode, die ganze inhaltliche Arbeit, Organisation von Bundesparteitagen und sowas. Das ist ja nicht alles nur für Kommunikation. Wir haben in der Kommunikation einfach auch zu wenig Leute. Aber ich finde, wir sind, was gerade Social Media angeht, gar nicht so schlecht. Wir sind da ganz gut vertreten. Wir achten da sehr drauf, dass wir da auch reingehen. Und wir haben auch eigentlich ein junges Team, was versucht, uns da immer auch mal ein bisschen anzustupsen und zu sagen, Freunde, das könnt ihr auch ein bisschen anders machen, das könnt ihr ein bisschen moderner machen, könnt ihr ein bisschen besser machen. Was haben Sie alles für Kanäle? Naja, wir haben, was wir von der Bundespartei zum Beispiel anbieten oder von der Landespartei, selbstverständlich haben wir eine Homepage, selbstverständlich sind wir bei Twitter, selbstverständlich, selbstverständlich sind wir bei Facebook, klar. Wir sind im Grunde da auch präsent, ja, und gucken, dass wir einfach auch versuchen, politische Themen da zu präsentieren. Dass wir einfach auch versuchen, da reinzukommen. Aber hast du eine Facebook-Page, hast du eine Twitter-Account? Ja, klar, natürlich. Ja. Pflegst du den? Wenn ich Bock habe. Das heißt ja, dass auch das Internet die Bundestagswahl schon auch mitentscheiden wird, oder? Es wird auf jeden Fall wichtig. Es ist auf jeden Fall wichtiger geworden,
weil sich immer mehr Menschen einfach auch über die Medien informieren und keine klassische Tageszeitung mehr haben, nicht Fernsehen gucken, keine Tagesschau gucken und so. Also es ist auf jeden Fall wichtiger geworden, man versucht die Leute direkt zu erreichen. Das ist ein Kanal, also es ist eine Möglichkeit, die man hat, ja, direkt Kontakt aufzunehmen. Aber es ist, glaube ich, immer auch noch wichtig, den Versuch zu machen, Menschen auch wirklich im direkten Gespräch zu kriegen. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Das heißt, wir versuchen schon auch irgendwie auch das ein oder andere Event zu organisieren. Also auch politische Kommunikation ist anders geworden als früher. Wir haben heute nicht mehr die Situation wie früher, machst eine 0815-Veranstaltung, vorne sitzt einer, referiert und dürfen ein paar Leute Fragen stellen, sondern wir machen ein Event draus, zum Beispiel das Kulturfrühstück. Ich habe jetzt gerade das 69. gemacht, das heißt, da gibt es eine Jazzband, da gibt es ein nettes Frühstück und dann ist ein bisschen Kulturpolitik zum Diskutieren. Das finden die jungen Leute toll, ne? Hey, und da kommen Leute. Ja. Ist es da so? Kommen findest Leute, du, natürlich. Jazzfrühstück? Es ist, Entschuldigung, es ist nicht unbedingt nur alles auf junge Leute, aber es ist so, dass da eher Leute kommen zu solchen Veranstaltungen als zu diesen 0815 Hinterzimmerveranstaltungen, die man früher gemacht hat. Das heißt, wir versuchen schon auch, einfach auch mit Menschen direkt ins Gespräch zu kommen auf den verschiedensten Ebenen. Ja, aber da ist Social Media der perfekte Kanal für. Und da, ja, und da habt ihr doch Angst vor. Es weil da kommt der Rückkanal, da kommt auch mal... halt die Fresse oder du hast keine Ahnung oder du hast recht. Und muss ich ehrlich sagen, ist mir, also das, wenn da einer schimpft oder so, solange sich das im normalen Bereich hält, ja, habe ich da überhaupt nichts dagegen. Ja, finde ich, soll er machen. Normal definierst du dann? Was heißt normal definiert ich dann? Ich habe noch nie einen bei mir rausgeschmissen. Es ist, solange sich jemand nicht strafbar macht, solange jemand, ja, das ist, Entschuldigung, ist ein Kriterium. Ja, ja. Wenn ich irgendeinen Eintrag habe bei mir auf Facebook, der eine Straftat wäre, von der Äußerung her oder irgendwelches radikales oder extremistisches Zeug, dann kommt das natürlich runter. Das will ich nicht auf meiner Facebook-Seite haben. Thilo, warum glaubst du, erreichen uns die Politiker nicht? Und so junge Menschen, warum erreichen die uns heute nicht? Ich glaube, manchmal, unter anderem liegt es daran, dass sie uns nicht erreichen wollen. Die sagen zwar, dass sie uns erreichen wollen, aber manchmal, ich glaube, das Ziel dieser Politik ist auch manchmal zu sagen, ist gar nicht so schlimm, dass die das alles nicht verstehen, weil wenn die Leute verstehen würden, worum es geht, also Eurokrise und Klimawandel und so weiter, wenn die wirklich verstehen, wie ernst es wäre, dann hätten wir morgen eine Revolution am Hals. Politik wird ja nicht nur über die neuen Medien kommuniziert, sondern auch über die klassischen wie Fernsehen und Zeitungen. Und eine, die gerne mal aufzeigt, was da alles so schief läuft, ist Silke Burmeister. Die freie Journalistin und Autorin berichtet als selbsternannte Kriegsreporterin regelmäßig von der sogenannten Medienfront. Sie setzt sich für unabhängigen Journalismus ein und schreibt nebenbei Artikel für die Zeit, den Stern und den Spiegel. Getwittert wird natürlich mehrmals täglich, was die rund 5.500 Follower gerne mal in Ekstase bringt. Herzlich willkommen bei der Media Lounge 2013, Silke Burmeister. Silke Burmeister steht jetzt für uns direkt vorm Deutschen Bundestag. Wir schalten live nach Berlin. Frau Burmeister, guten Abend. Guten Abend, Christine. Frau Burmeister, Sie stehen direkt vor der politischen Schaltzentrale der Republik, aber Politik wird ja längst nicht mehr nur im Parlament gemacht, sondern immer mehr auch in den Medien, oder? Ja, da haben Sie recht. Also ich hatte vorhin die Möglichkeit, mit Steffen Seibert zu sprechen und der hat mir berichtet, wie froh die Regierung ist, zum Beispiel über dieses Wetter, über die Sonne, weil Bilder ja sehr wichtig sind. Und wenn man jetzt zum Beispiel an den G8-Gipfel denkt, wo wirklich dunkle Wolken hingen, solche Bilder möchte man hier nicht haben. Man ist also froh, dass man die Kanzlerin und Obama in leichter Kleidung zeigen kann, wie sie durch den Park flanieren. Das sind schöne Bilder, das sind Bilder, die um die Welt gehen. Und wenn man zum Beispiel daran denkt, als Ronald Reagan einst ein Geschenk bekam, da sah man, also er bekam ein Pferd geschenkt und man sah dieses Pferd vor dem Weißen Haus stehen und ihm hing meterlang der Penis raus. Solche Bilder gilt es heute zu vermeiden. Ja, Bilder inszenieren können wir hier auch, nur ein Fake. Willkommen in Stuttgart, Silke, ja, hier zur Media Lounge. Hallo. Silke, du bezeichnest dich selber als Kriegsreporterin und bist immer an der Medienfront unterwegs. Das klingt so, als wäre das Leben als Journalistin ziemlich hart. Das
das war zu dem Zeitpunkt vor genau 4 Jahren, als es unglaublich hart war und als wirklich diese Einschüsse neben einem waren. Also jeden Tag wurden Stellen gestrichen, Redaktionen dicht gemacht und da fragte halt jemand, mit dem ich überlegte, was könnte das für eine Kolumne sein, wie ist es denn da draußen? Und ich sagte, das ist wie im Krieg. Und in dem Moment war die Idee geboren. Mhm. Nun beobachtest du die Medien ja sehr aufmerksam. Vielleicht erklärst du uns mal, warum blasen die Medien manche Themen denn derart auf? Also auf jeden Fall, um sich ihrer selbst zu vergewissern, das ist ganz entscheidend und vor allen Dingen auch, um sie immer weiter drehen zu können. Also wenn ich zum Beispiel eine Geschichte habe, die eigentlich gar nicht besonders groß ist, also wie im Winter und dann fällt halt Schnee und die Autos können nicht fahren, dann hat man Glück und das geht über ein paar Wochen oder wie jetzt mit dem Sommer und so kann ich das halt ständig bestücken. Das ist für die eine unglaublich bequeme Sache und also ich denke, das ist einer der Hauptmotoren und natürlich, ja, ich meine, die wollen gelesen, gekauft werden, das ist eben das ganz Entscheidende. Mhm. Also Quotendruck, aber auch vielleicht das schnelle Tempo einfach im Zeitalter digitaler Medien. Ja, das ist halt die Problematik. Sie haben immer Angst, etwas zu versäumen. Also sie trauen sich nicht, etwas nicht zu bringen. Mhm. Also angeblich muss man alles bringen. Dann bringt man auch eher etwas, wo sich rausstellt, das stimmt nicht. Und das führt sicherlich zu dieser Masse einfach auch. Mhm. Zu so einem Herdenverhalten. Also ich musste auch irgendwie an Polit-Talkshows denken, wo dann die immer gleichen Gesichter über die immer gleichen Themen reden. Warum gibt es denn da dieses Herdenverhalten? Also ich mache solche Sendungen nicht, aber das Ding ist natürlich, diese Redaktion gucken natürlich, wer bewährt sich, wer passt da hin, wer ist eloquent, wer ist unterhaltsam oder wer ist derjenige, der immer Mist redet. Also solche Leute nimmt man dann einfach gern. Die Medien bauschen auf zu Empörungswellen, Journalisten plappern oft einfach nur die unverständlichen Wortwolken der Politiker nach. Wer soll denn da bitte noch durchblicken? Vielleicht Gregor Landwehr. Gregor ist selber Journalist, er hat Politik studiert und er ist so eine Art Politdolmetscher. In der Vergangenheit gelebten Tradition des Verteidigungsministeriums. Bei Entscheidungen dieser Größenordnung. Bei mir ist gerade der Gregor, er beschäftigt sich schon länger mit dem Thema Sprache in Politik und Medien. Und da schauen wir uns gerade ein paar Beispiele an. Welche Rolle spielt das Thema Wachstum im Regierungsprogramm für die nächsten 4 Jahre? Es ist ein Programm für Wachstum. Manche glauben ja, Wachstum sei nicht möglich, aber es ist möglich und ohne Wachstum lösen wir keine Probleme. Und es werden in diesem Regierungsprogramm einige Wachstumstreiber beschrieben. Und da ist einmal die Elektromobilität, da ist die Gesundheitsforschung, wo Wachstum erzeugt werden soll. Und dann ist ein Wachstumstreiber auch, die Menschen zu motivieren, etwas zu tun, etwas zu unternehmen. Alles zusammen ein Programm für Wachstum gegen Umverteilung. Also ich habe jetzt verstanden, dass der gute Herr Kauder das Wort Wachstum ja wirklich sehr toll aussprechen kann. Aber wieso kann er denn keine klare Aussage treffen? Herr Kauder ist ein Spitzenpolitiker, der hat das über Jahre hinweg eingeübt, eben gerade solche Antworten zu geben, die möglichst unkonkret sind, aber doch irgendwie positive Signale senden. Wenn man Klartext redet, wenn man sehr genau und exakt wird, ist man auch immer diesem Risiko unterworfen, dass man festgelegt werden kann darauf. Aber Sie haben noch damals gesagt, und das ist für einen Politiker natürlich ein großes Risiko und deswegen vermeidet man das. Jetzt gibt es aber auch Politiker, die auch mal klare Worte in den Mund nehmen, Klartext sprechen, wie zum Beispiel Herr Per Steinbrück in Sachen Einkommensdebatte. Da schauen wir mal ganz kurz rein. Ein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin verdient in Deutschland zu wenig, gemessen an der Leistung, die sie oder er erbringen muss und im Verhältnis zu anderen Tätigkeiten mit weit weniger Verantwortung und viel größerem Gehalt. So, Gregor, fandest du die Aussage von Herrn Steinbrück jetzt missverständlich? Eigentlich nicht. Also er sagt ja ziemlich klar, was er denkt. Er sagt, dass Abgeordnete im Verhältnis zu ihrer Leistung nicht überbezahlt sind. Das ist ja schon ein Punkt, wo man durchaus drüber diskutieren kann. Dann lass uns doch jetzt einfach mal ganz kurz schauen, was die Medien draus machen. Hier mal ein Beispiel. Er kann es einfach nicht lassen. Per Steinbrück und das liebe Geld. Gerade bei diesem Thema sollte er mal lieber die Füße stillhalten, finden zumindest viele Wähler. Die Diskussion ist einfach unmöglich. Ich denke, dass sie genau richtig verdienen. Das fand ich so dermaßen bescheuert, unglücklich. Zum jetzigen Zeitpunkt sehr, sehr unglücklich. Gut 17.000 Euro brutto im Monat. Also es war ja jetzt schon eher eine negative Darstellung. Ich habe ja auch noch mal ein paar Zitate mitgebracht. Zum Beispiel hier die Bild titelt Pierre Steinbrück will mehr Geld. Oder Zapp darf ein geldgeiler Genosse Kanzler werden. Ja gut, man darf ja eins nicht vergessen, also kurz davor gab es ja diese Diskussion über seine Vortragshonorare.
Dann gibt es diese Äußerung in dem Interview, die dann halt ein bisschen anders einen anderen Dreh kriegt, etwas zugespitzt wird und auf einmal sieht es so aus, als würde dem Herrn Steinbrück sozusagen sein Kanzlergehalt dann nicht ausreichen, was er ja so nicht gesagt hat. Da interessiert auch gar nicht die Feinheiten und Nuancen. Diese Zuspitzung, davon lebt das Mediensystem. Gregor, vielen Dank für deine Einschätzung. Ich würde sagen, wir holen uns noch ein Eis, oder? Ja. Und dann schauen wir uns noch so einen richtigen Film an, ne? Silke, die Medien, die haben ja schon eine ganz schöne Macht über unsere Meinung, oder? Ja, auf jeden Fall, natürlich. Das ist ein Problem. Ja? Ja. Weil die Medien sind ja nicht die Menschen und andersrum. Aber das zeigt sich ja. Das ist ja das Spannende, dass sich das ja zum Beispiel aktuell in der Türkei zeigt. Und vorher hat es sich an anderer Stelle gezeigt. Und das ist einfach eine Entwicklung, ich glaube, die hat keiner abgesehen. Und das ist mit Sicherheit eine Herausforderung für so Politikerinnen wie Sie, damit klarzukommen, dass die Leute bald nicht mehr in der Zeitung lesen werden, was sie gesagt haben, weil die ihre eigenen Kanäle haben und ihr eigenes Meinungsbild halt. Darum haben sie auch Angst vor Social Media, einfach nur, weil mit den Medienhäusern, die konnten sie kontrollieren, mit denen konnte man Geschäfte machen, Kuhhandel, bla bla bla. Genau. Aber bei Social Media kann das keiner mehr kontrollieren. Ja, das ist deine Vorstellung von der Szene. Meine bisherige Erklärung. Deine bisherige Erklärung. Nee, ich sehe im Übrigen Social Media ja nicht etwas als irgendwie ein Risiko oder sowas. Im Gegenteil, ich sehe das als große Chance. Ich sehe das deshalb als Chance, weil man da nämlich direkt mit den Leuten kommunizieren kann, weil jeder entscheiden kann, für welches Thema er sich interessiert, was er da abruft, was er da dann tatsächlich auch anschaut und wie tiefer in ein Thema einsteigt. Na klar. Und das ist echt eine Chance auch für uns. Aber wie nutzt du die? Ich meine, du bist ja Repräsentantin als Bundestagsabgeordnete. Wie viel deiner Bevölkerung folgst du denn? Der Punkt ist also, doch... Du musst ja irgendwie repräsentieren, du musst ja wissen, wie du, was die wollen von dir. Also was die wollen von Politikern? Wie erfährst du das? Wie ich das erfähre, wenn ich Samstagmorgen einkaufen gehe. Wenn ich bei mir im Dorf in Edeka gehe, dann weiß ich hinterher, was los ist und was die Leute denken. Und dann weiß ich besser als jede dumme Umfrage, was eigentlich Sache ist im Volk. Und man kann... Das ist das, was ich meine. Wir checken auch jeden Tag irgendwo die Social Media. Also wir gucken x-mal in Twitter, wir gucken, was da gerade läuft, wir gucken, was da gerade aktuell ist, wir gucken in Facebook rein, wir gucken in alle möglichen Online-Magazine, schauen das an. Das macht natürlich in vielen Fällen auch mein Büro, gibt mir da einen Tipp und sagt, Mensch, guck dir das mal an und da ist was, sollte man vielleicht auch sich einklinken oder darauf reagieren oder so. Das macht man schon, ja. Aber ich sage jetzt auch mal, Politik ist auch dazu da, dass am Ende auch bestimmte Probleme gelöst werden. Dafür sind wir in allererster Linie mal gewählt. Und da haben wir natürlich auch mit zu tun. Das heißt, wir können nicht nur Öffentlichkeitsarbeit machen. Wir müssen auch zwischendurch mal noch gucken, dass wir von den Problemen ein paar vom Tisch kriegen. Aber das ist doch schon das Problem, Sie sagen Öffentlichkeitsarbeit. Das ist ja keine... Ich glaube, das ist das große Missverständnis. Für Sie ist das Öffentlichkeitsarbeit, aber das ist es nicht. Es geht nicht um Öffentlichkeitsarbeit, sondern es geht darum, dass das Volk jetzt eine Mitsprachemöglichkeit hatte, die bis vor kurzem unbekannt war. Also was ist denn das Volk anderes als Öffentlichkeit? Natürlich ist die Öffentlichkeit das Volk. Und natürlich habe ich ein Interesse, dass die Menschen in diesem Land, die Bürgerinnen und Bürger, erfahren, was ich will, was ich meine, was meine Partei will. Weil wenn sie das nicht wissen, dann werden sie mich nicht wählen. Aber andersrum doch auch. Ich meine, wenn du nicht weißt, was die wollen, dann werden sie dich nicht wählen. Dann, warum soll man dich denn überhaupt wählen? Es ist, weil ich gut bin. Nein, jetzt mal. Weil ich für bestimmte Themen eintrete. Weil ich eintrete für Freiheit, weil ich der Meinung bin, dass wir in diesem Land nicht alles und jedes verbürokratisieren dürfen, weil ich finde, dass wir... Frau Homburger, ich gehe jetzt mal dazwischen, weil wir da so ein bisschen vom Thema abkommen. Sie haben gerade gesagt, dass Sie... Er hat mich gefragt. Ja, nein, ich duze Sie jetzt einfach auch, oder? Ja, haben wir gerade ausgemacht. Okay, genau. Birgit, du hast gerade gesagt, dass du oder dein Büro auch Social Media aktiv bist. Aber also, wir haben da mal nachgeschaut. Ich glaube, 90 Tweets hast du bis jetzt abgesetzt über deinen Account in anderthalb Jahren. Ja. Ja, das schaffst du an einem Tag. Also das ist ja jetzt du hast nicht ja auch eine wirklich Macke. Aktiv. Also die Frage,
das muss schon jeder selber für sich entscheiden. Ich nutze Twitter vor allen Dingen, wenn ich irgendwas politisch loswerden will. Und wenn es halt nichts zu melden gibt, dann sage ich auch nichts dazu. Der Punkt ist, es geht mir tierisch auf den Keks. Diese Tweets von, ich sitze im Zug und habe da gerade den und jenen getroffen oder ich habe gerade das und das gegessen oder ich habe eine tolle Sendung gesehen oder ich weiß ja gar nicht was. Ja, das interessiert die Bürgerinnen und Bürger nicht. Da folgst du den falschen Leuten. Ne? Ja, das... Also ich bin, ich sag mal, was heißt, ich folge den falschen Leuten. Es gibt viele, die so einen Unsinn da reinstellen. Ja, und deswegen, ich nutze das ganz bewusst dafür, dass ich politisch ein Thema loswerden will, etwas kommentieren will. Und ich mache es bewusst eben nicht ständig und jeden Tag mehrfach, weil ich glaube, dass sich das dann auch abnutzt. Aber dann hast du Social Media nicht verstanden, weil am Ende nutzt du dann Social Media genauso wie alle anderen Kanäle als Pressemitteilungskanal. Der Punkt ist, die Parteien merken ja, dass sie mit dem, wie sie bisher arbeiten, nicht weiterkommen, weil es kommt halt kein Nachwuchs und so weiter. Gleichzeitig formiert sich halt eben an anderen Stellen, also diese Jugend, die ja immer so als doof dargestellt wird, ich finde die ja, also das ist nicht mein Empfinden, ich empfinde die als sehr lebendig und auch als sehr, sehr, sehr politisch. Mhm. Natürlich auch dank des Netzes, weil Information anders transportiert wird. Und diese Formen, sich dazu zu engagieren auch, das ist dann ja, das ist vielleicht nicht unbedingt die Demo, aber es passiert ja einfach ganz, ganz viel im öffentlichen Raum. Also die Politik kommt ja jetzt von unten und das kriegen die ja sehr zu spüren. Mhm. Und deswegen, glaube ich, steht das auch alles gerade sehr wackelig da und es wird noch wackeliger werden für die etablierten Parteien. Mhm. So, und natürlich sind diese, ich nenne sie jetzt mal die neuen Medien, sind natürlich maßgeblich dafür, weil die alten, die kommen da ja kaum hinterher. Also, und wer liest denn von den Leuten die Süddeutsche Zeitung? Also vielleicht im Internet, aber natürlich nicht als Papier. Liest du Zeitung auf Papier so richtig? Nur noch da, wo sie umsonst rumliegt. Okay, okay. Ja, Protest ist vielleicht trotzdem immer noch notwendig. Man kann auch protestieren ganz ohne Pflastersteine und Plakate. Wie genau, das zeigt unser nächster Gast. Ich schaue mir das jetzt mal an. Herzlich willkommen, Jasper Diedrichsen. Dankeschön. Danke auch an die lustige Runde da drüben. Ich muss mal kurz hier aufstehen. Vielen Dank. Ja, ich freue mich hier zu sein, hier am wärmsten Ort der ganzen verfickten Welt. Hallo. Ich sag mal Hallo in die Runde. Ich wurde gefragt für diese Veranstaltung. Jasper, vielleicht kannst du dich mal dazu äußern. Sag mal, warum interessiert sich die Jugend nicht mehr für die Politik? Und ich meinte dann so, ja, keine Ahnung, ist mir scheißegal. Und nein, also jetzt im Ernst, die Frage ist, warum interessieren sich Jugendliche nicht mehr für Politik? Und ich habe mich gefragt, vielleicht kann man die Frage andersrum stellen, warum interessiert sich die Politik nicht mehr für die Jugend? Ne? Und da gibt es eine relativ einfache Antwort. Es gibt einfach keine Jugendlichen mehr. Ne? Die sind ja alle weg. Es gibt ja keine mehr. Hier sind jetzt noch so ein paar zusammengepfercht. Der Rest von Stuttgart ist leer tatsächlich. Ich war vorhin da. Es ist furchtbar ausgestorben. Und jetzt haben Wissenschaftler auch ausgerechnet mit demografischem Wandel und wir werden alle so alt und so. Und die haben jetzt ausgerechnet, in 20 Jahren gibt es in Deutschland nur noch 2 Jugendliche tatsächlich. Da gibt es einen im Saarland und einen auf Rügen. Ja, das haben die rausgefunden. Ach so, nee, das waren keine Wissenschaftler. Das habe ich mir selber ausgedacht. Stimmt. Ich verwechsel das immer. Das ist der Unterschied. Nein, aber ist natürlich die Frage, was ist das mit den Jugendlichen? Und jetzt müssen wir ja mittlerweile hier in Deutschland schon spanische junge Leute hierher importieren, damit die hier Jugendliche spielen können. Ne? Die werden dann hier im Stadtbild so als Statisten werden die engagiert und dann müssen die da rumstehen und so ganz junge Sachen machen. Irgendwie so, weiß nicht, was machen junge Leute? Fotografieren und Diabolo spielen und Erdbeermarmelade kochen. Und keine Ahnung. Aber man sieht die da rumstehen und man sieht, wenn man genau hinguckt, die haben alle immer so ein ganz kleines Skript hier unten, wo die immer gucken, was muss ich als nächstes machen? So. Das stimmt nicht ganz. Ich lüge relativ viel in diesem Beitrag. Nein, die spanischen Jugendlichen kommen hauptsächlich hierher, weil sie arbeiten wollen. Und das ist eine Sache, die wollen die jungen Leute in Deutschland nicht so gerne machen. Da sehen sie sich nicht so. Arbeiten? Nee. Die wollen lieber so ein bisschen rumstudieren. Ne? Vielleicht mal so ein Erasmus-Jahr machen auf Bali oder auf Mars oder sonst wo. Und wollen immer im Internet rumsurfen, ne? Auf diesen ganzen modischen Sachen da. Twitter und Instagram und Tumblr und wie der ganze Kram heißt. Ich kenne mich da auch nicht aus. Und das ist natürlich das Problem, das sich heute ergibt. Und alle meckern immer darüber, dass die Jugendlichen der Realität völlig verloren geben. Ne? Und deswegen sind sie bei den Politikern auch unten durch, weil wir wissen, dass Politiker sind traditionsgemäß sehr realitätsnahe Menschen. Und das Problem ist so ein bisschen, die Politik entwickelt Angst vor der Jugend, vor den Partys noch gibt. Und Angst vorm Internet und vor diesen ganzen Sachen.
Und ich finde es extrem albern, weil ich finde, das wird alles total überdramatisiert mit dem Internet. Also, oh, das Internet macht alle unsere Werte kaputt und jetzt hat die NSA, die hat uns alle ausspioniert. Ja, das stimmt. Ich habe mir jetzt so ein Smartphone zugelegt, ich komme überhaupt nicht damit zurecht. Und ich habe das, und dann habe ich aus Versehen bei Google gegoogelt. Und Google selbst war erst der zweite Eintrag. Und das sind Sachen, die mich verunsichern, was das Internet angeht. Ja, danke. Vielen Dank. Ja, das führt ja zu nichts. Aber es gibt diese ganze Netzpolitik, das ist jetzt alles auf einmal ganz wichtig. Ne? Und als diese bescheuerte Piratenpartei, als sie sich gegründet haben, da hat dann irgendeiner von der FDP, ich weiß gar nicht wer, irgendein Vogel hat dann gesagt, ja, die Piratenpartei, das ist ja auch nur eine Linkspartei mit Internetanschluss. Ne? Das ist so ein richtig hohler Spruch, so habe ich es gern. Nur eine Linkspartei mit Internetanschluss. Die FDP ist eine Bankerlobby mit WLAN oder was? Das ist diese. Und es kann sein, vielleicht gibt es immer weniger Jugendliche, die sich für Politik interessieren. Aber es gibt sehr, sehr viele junge Menschen, die sich für eine friedliche und gerechte Zukunftsgestaltung einsetzen. Und dass das mit Politik nicht immer so zusammengeht, das könnte noch ein Problem werden. Ja, vielen Dank. Jasper, wer ist denn der bessere Schauspieler eigentlich, der Kabarettist oder der Politiker? Das ist eine gute Frage. Also es gibt ja viele Kabarettisten, die gern so Figuren spielen und ich frage mich, ob das bei Politikern auch so ist, dass die sich so eine Figur bauen, die dann in der Realität so draußen so läuft und wo sie sich dann auch so Scherze und irgendwas erlauben können und ob die privat ganz anders sind. Aber ich befürchte, dass es leider nicht so ist. Nicht so? Nee. Ja, du bist erst 22, ne? Leider ja. Ja, woher kommt denn dein Interesse an Politik überhaupt? Ja, ich bin wahrscheinlich schon irgendwie politisch aufgewachsen. Geht so. Also ich habe einfach früh immer schon gedacht, alles ist scheiße, man kann es nicht ändern, man kann aber drüber meckern. Und deswegen meine Berufswahl, sonst wäre ich in die Politik gegangen wahrscheinlich. Ja, aber kannst du mit dem Vorwurf, dass unsere Generation so politikverdrossen ist, überhaupt was anfangen? Also siehst du das auch so? Ich weiß nicht, ob wir als Generation politikverdrossen, politiklos sind. Oder ob es nur einfach irgendwie alles schwammig ist. Vielleicht sind die Feindbilder, die alten, irgendwie aufgebrochen und wir haben eine komplexere Welt. Ich habe es heute wieder in der U-Bahn, da lese ich immer meine Nachrichten, da stand, die Jugendlichen leben in einer schwierigeren Welt heute. Es ist komplexer, es ist alles nicht mehr so sicher und schwerer an Arbeitsplätze zu kommen. Das kann man ja zumindest objektiv sagen. Und vielleicht hängt das damit zusammen. Mhm. Ja. Du liest in der U-Bahn Zeitung? Oder nee, da ist doch immer dieses blöde Ding, wo steht, okay, wer jetzt wieder tot ist. So diese ganz kurzen Kurznachrichten. Genau. Und so. Darüber geht es nicht hinaus. Okay, keine Zeitung. Doch, ich lese tatsächlich die Zeitung. Ich lese auch Printzeitung. Ja. Okay. Ich komme mit diesem Kleinen noch nicht klar. Deswegen. Wobei das mit den großen Zeitungen ist auch. Wir sind von sehr groß zu sehr klein. Wir hätten in der Mitte anhalten sollen. Das hätte man machen können. Das fehlt, stimmt. Ja, du hast gerade in deinem Auftritt den demografischen Wandel angesprochen. Wir werden immer weniger, so ein bisschen überspitzt. Interessiert sich die Politik deshalb so wenig für uns, weil es nur noch so wenige von uns gibt? Nein, ich glaube, das habe ich nur überspitzt sagen wollen. Aber mit einem Funken Wahrheit. Mit einem Funken Wahrheit, ja, vielleicht ist es so. Ich weiß nicht, es wird so eine Faulheit uns eingeredet, habe ich manchmal das Gefühl. Und es wird uns eingeredet, wir hätten so eine Zukunftsangst. Und dann haben wir auf einmal auch Zukunftsangst. Also das war für mich immer ein Problem. Und was ich interessant finde, ist, was in meiner Generation sichtbar wird, ist, dass es sich alles schleichend zum Konservativen hin bewegt. Also es ist wieder sehr viel gesellschaftsfähiger, in Anführungsstrichen, eben einfach eine sichere Bank zu wählen, was ja vielleicht gar nicht so schlecht ist. Ich will es nicht werten. Du sitzt ja jetzt auch hier im Anzug, ich glaube als einziger hier überhaupt. Ja, das hat damit zu tun, als wir anfingen mit Kabarett, da haben wir gemerkt, man nimmt uns einfach ernster, wenn wir Anzüge haben. Wir haben dann diesen Ruf relativ schnell kaputt gemacht, aber dann hatten wir die Anzüge schon gekauft. Deswegen habe ich die jetzt immer noch an. Ja. Ja, habt ihr denn irgendwie eher ein altes Publikum oder hast du das Gefühl, dass du auch junge Menschen mit politischem Kabarett erreichen kannst? Das Kabarett hat ein ähnliches Problem wie die Politik, dass nämlich nur noch alte Menschen dahin gehen. Und am Anfang hatten wir Angst davor, weil wir aus einer mehr so einer urbaneren Subkultur kamen und haben aber schnell gemerkt, dass das überhaupt gar nichts Schlechtes oder Schlimmes ist, sondern dass
ein mit den meisten älteren Menschen, die da eben dahin gehen und die auch einfach schon eine gewisse Erfahrung mitbringen, leichter ins Gespräch zu kommen. Ja, vielleicht erreicht man junge Leute über politisches Kabarett, vielleicht auch nicht. Ganz sicher erreicht man uns aber heutzutage über das Internet. Und immer mehr Politiker versuchen da natürlich auch, uns per Post oder Tweet anzusprechen. Keiner aber ist so fleißig und aktiv wie Volker Beck. Der menschenrechtspolitische Sprecher der Grünen im Bundestag ist gebürtiger Schwabe und gehört zum festen Kreis des Grünen Parteirats. Rats. Er setzt sich aktiv für Bürgerrechte und die Gleichstellung von Minderheiten ein. Fracking ist nicht so sein Ding, dafür twittert Volker Beck liebend gerne. Er knüpft sein Netz weltweit. Seine Homepage gibt es auf Arabisch und Russisch. Herzlich willkommen bei der Media Lounge 2013, Volker Beck. Herzlich willkommen, Volker Beck. Hallo. Erste Frage vorab, du oder sie? Gerne du. Okay, super, kommt mir sehr entgegen. Volker, hallo. Ja, wir stehen jetzt hier in der Regie, das hat einen bestimmten Grund. Wie jede Sendung haben wir auch hier einen Regisseur, das ist der Igor. Der gibt da vorne ein paar Kommandos. Hallo Igor. Genau, und der Igor, der entscheidet dann am Ende, was der Zuschauer auf seinem Fernsehbildschirm sieht. Nun hast du als Politiker ja auch nur bedingt Einfluss darauf, was am Ende in den Medien über dich transportiert wird. Fühlst du dich da manchmal machtlos? Nein, also da finde ich gerade die neuen sozialen Medien echte Hilfe, weil die Gatekeeper der Medien entscheiden nicht mehr, was in die Öffentlichkeit kommt. Manchmal müssen sie sogar aus diesen neuen sozialen Medien schöpfen, um die nächste News zu produzieren. Ich finde es vor allen Dingen deshalb prima, weil ich menschenrechtspolitischer Sprecher bin. Viele Menschenrechtsthemen, was passiert gerade in Usbekistan mit jemandem, der in den Knast gegangen ist, interessieren die Medien nicht. Das kommt nicht auf Seite 1 in der Zeitung, wenn das keine Berühmtheit ist. Und trotzdem finde ich es wichtig, dass man den Protest da nach außen trägt, Leute informiert. Und die Leute, die mir folgen, die interessieren sich dafür und tragen das dann weiter. Insofern kann man Öffentlichkeit selber erzeugen, ohne dass man darauf angewiesen ist, dass ein Journalist die Story abkauft. Und das finde ich ein totalen positiven Gewinn halte ich wesentlich für wichtiger als diese Frage Öffentlichkeitsarbeit für die Partei, was ihr gerade diskutiert habt. Ja, also du umgehst die Leitmedien, schießt deine Botschaft direkt zum Publikum durch. Du bist ja auch der Twitter-König. In deinem Blog schreibst du, du hast schon getwittert, als Peter Altmaier das Internet noch ausgedruckt hat. Woher kommt denn diese Liebe zu sozialen Medien? Ich meine, auch gerade in deiner Generation ist das ja jetzt eher untypisch. Na, ich war immer neugierig und ich hatte auch schon Informatik vor dem Abitur. Also insofern, und hier in Stuttgart habe ich ein bisschen Computerlinguistik gemacht. Also insofern liegt mir das einfach nah und ich finde es einfach toll, es ist spielerisch und an so etwas habe ich einfach Spaß. Und am Anfang, muss ich sagen, bin ich in die neuen sozialen Medien eigentlich bei Twitter gegangen, weil ich da viel lernen konnte. Also es war die Zeit von Zensursula und so weiter. Da habe ich verstanden von Bloggern, die das erklärt haben in ihren Blogs, was man in keiner Zeitung lesen konnte, wie das technisch funktioniert und welche politischen oder rechtlichen Lösungen man sich gleich mal abschminken kann, weil sie eh nicht funktionieren. Ja, du sagst gerade irgendwie, es ist ganz spielerisch, eine Spielwiese. Aber lassen sich denn in 140 Zeichen tatsächlich inhaltlich fundierte Debatten lostreten? Ja, es hat eine bestimmte Grenze, das ist klar, aber es gibt ein paar Sachen, da kann man auch pfuschen. Es gibt Tweet Longer, es gibt die Möglichkeit, einen Link zu vertwittern und damit dass man einen Blogbeitrag oder eine Pressemitteilung auch in die Welt zu schießen. Und damit hat man dann die Möglichkeit, schon mal ein paar Fakten und Zahlen für die, die es interessiert, anzubieten. Wer es nicht interessiert, liest einfach in der Timeline weiter. Ja, glaubst du, dass du darüber auch junge Leute erreichen kannst? Hast du irgendeine Ahnung, wie viele junge Follower du hast auf Twitter? Also die Altersangabe ist nicht verpflichtet. Ich habe noch kein Tool gefunden, wo es einem einer ausrechnet, wie alt die Twitterer sind hinter dem Account. Aber ich denke, da sind auch junge Leute dabei. Es sind sicher auch ältere Leute dabei, weil es ist ja auch ein Gerücht, dass die neuen sozialen Medien seien jetzt nur was für die junge Generation. Die junge Generation ist damit groß geworden. Für sie ist es selbstverständlich. Andere, das hat man gesehen, lassen sich von ihrem Büro erzählen, was in den neuen sozialen Medien los ist. Aber es wird halt auch von vielen Journalisten genutzt, von Leuten, die in NGOs unterwegs sind. Die nutzen alle diese Chance, dass man vorbei an den Medien bestimmte Themen setzen kann und seine Community zumindest relativ schnell über Sachen
informieren kann. Und ich habe es auch schon mehrmals genutzt, um kurzfristig meine Demo von einer Botschaft zu organisieren. Wenn gerade jemand verhaftet wurde, wie kriegt man innerhalb von Stunden 20, 30 oder 50 Leute auf die Straße? Na, nicht, indem man Flugblätter druckt und verteilt. Bis dahin ist die Veranstaltung vorbei. Und da ist das ein unheimlich toller Tool. Mhm. Ja, reden wir doch drüben noch mal in der Runde darüber, gerne, wie toll das ist. Aber jetzt ist ja Twitter nicht nur Segen, sondern manchmal auch Fluch. Sie haben es ja selber auch mal erlebt, oder? Mit Thema Shitstorms gibt es ja in Twitter jetzt auch gar nicht so selten. Wie gehen Sie damit um? Ja, also beim Shitstorm muss man sich immer überlegen oder drauf gucken, haben die Leute ernsthafte Fragen oder kommen sie mit Argumenten, die falsch sind, die man widerlegen kann, oder wollen sie sich einfach in der Timeline auskotzen? Wenn sie sich auskotzen wollen, dann nimmt man das zur Kenntnis und blättert weiter und lässt es auf sich beruhen. Was anderes ist, wenn es wirklich um Volksverhetzung geht. Diesen Sachen gehe ich in der Regel nach. Da versuche ich auch mit den Möglichkeiten, die es gibt, die Leute dingfest zu machen. Wenn es gelingt, kriegen sie eine Strafanzeige. Weil es gibt schon Dinge, da muss man auch als Zivilgesellschaft, auch im Internet sagen, das lassen wir nicht zu, wenn gegen Ausländer, gegen Schwule und Lesben, gegen Juden und so weiter gehetzt wird. Und wo es mich ein bisschen tatsächlich angefasst hat, normalerweise bin ich da hart im Nehmen, weil ich bin auf diese ganzen Hassmails auch vor dem Internet, da kam sie halt im Briefumschlag mit Hakenkreuz, abonniert. Wo es mich wirklich irritiert hat, weil im letzten Jahr bei der Beschneidungsdebatte, was es da an Hass gab, der sich gegen Religion, gegen Juden und so weiter geäußert hat. Ich meine jetzt nicht die Leute, die inhaltliche Kritik hatten. Man kann da unterschiedliche Positionen haben. Das hat mich ein bisschen erschüttert. Da dachte ich, warum gibt es da eigentlich keinen Aufschrei, dass so etwas in einer Gesellschaft sich artikulieren kann, ohne dass man den Skandal in dieser Kommunikationssituation erkennt. Und das waren nicht zwei oder drei Tweets oder Facebook-Einträge, sondern es waren hunderte oder tausende Leute, die da wirklich nur Hass verbreitet haben. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir sensibler werden müssen und nicht über den Shitstorm jammern, sondern dass man sich dann auch kommunikativ im Netz unterhakt und bestimmte Sachen zurückweist, weil die dann eben einfach nicht gehen und die dürfen auch nicht im Internet zulassen. Aber man soll jetzt nicht drüber jammern, das sei alles ein neues Phänomen. Ich habe die Post vorher auch gekriegt, ich hatte auch schon Pistolenkugel in meiner Post. Also dazu braucht man kein Internet, um sich mit Hass in die Öffentlichkeit zu begeben. Ja, Silke, verstehst du dieses Problem? Also siehst du das? Also ich verstehe das insofern, als dass ich was Ähnliches erlebt habe. Ich habe ja die Abspaltung Bayerns von dem Rest der Republik doch als eine gute Option beschrieben. Mhm. Ja. Vor allen Dingen aus kulturell-ästhetischen Gründen. Das war meine Argumentation. Ja. Und da ging mir das ganz ähnlich. Und was da kam, war böse, böse, böse. Und ich habe gemerkt, also ich kann da gut abtauchen und lasse das über mich rüberschwappen. Dann gibt es noch so Sachen, ich bin auf so Seiten, wo sich Männer zusammentun, die Frauen hassen. Und da ist zum Beispiel das Foto abgebildet, da ist die Adresse und dann kriegt man halt so Mails, wo es heißt, mit Verwarnung ist jetzt Schluss, wir kriegen dich, solche Sachen. Und da wird es natürlich sehr, sehr unangenehm, da ist auch nicht mehr mit wegducken oder wenn eben klar ist, irgendwie ich mach dich tot und so Geschichten. Und da hört es dann natürlich ganz klar auf. Da wird es natürlich sehr unangenehm einfach auch. Ja, unangenehm und auch Thema Bayern, Frau Homburger, Birgit, da fällt mir ein, auch ein kleiner Shitstorm gegen Sie. Letztes Jahr vor dem Champions-League-Finale haben Sie gesagt, ich hasse den FC Bayern München. Ihre eigene Partei hat Sie als Vollpfosten beschrieben, mancher sogar ihren Rücktritt gefordert. Wie hat sich das denn angefühlt? Also da muss man halt durch. Also erstens mal muss man sagen, es ist in einer privaten Situation entstanden, aber ist auch völlig egal. Ich bin einfach kein Fan von Bayern München. Und wenn ich gefragt worden wäre, Chelsea Bayern, hätte ich wahrscheinlich gesagt, wenn das eine ganz normal so eine Frage gewesen wäre, hätte ich gesagt, Mensch, da bin ich natürlich für einen deutschen Club. Aber das bin ich nicht gefragt worden, sondern es war so eine allgemeine Bemerkung, die ich gemacht habe. Ich bin ja Fußballfan, habe ja selber Fußball gespielt über viele Jahre und habe dann einfach auch meine Einstellung zu bestimmten Clubs. Und die ist dann halt mal öffentlich geworden. Im Übrigen hat mir der Fanclub vom FC Nürnberg die Ehrenmitgliedschaft angetragen. Also. Aber was ich bei solchen Sachen so problematisch finde, ist, dass
Das ist nämlich dieses, von wegen die Leute sind anonym und das stimmt wahrscheinlich, weil die Hemmschwelle einfach geringer ist. Und ich bin gar nicht so ein Freund davon, immer zu sagen, Facebook ist das was Schlimmes, sondern das Problem ist, viele, viele Menschen sind einfach Idioten. Und sie haben einfach mehr, ja. Und sie haben eine unmittelbarere Möglichkeit, dann eben sich mitzuteilen auf eine gewisse Art und Weise anonym. Und wenn dann irgendwie plötzlich die Tagespresse davon bestimmt wird, dass jemand sagt, er mag einen bestimmten Fußballverein nicht, und das ist dann irgendwie plötzlich, da wird dann wertvolle Druckertinte oder sonst was für hergegeben, dann nervt mich das so extrem, weil das so Stellvertreterprobleme sind, die wir uns immer wieder suchen. Und ob die sozialen Netzwerke da irgendwie mitspielen, das habe ich mich immer wieder gefragt. Ob das mit Schuld sind. Das ist ja auch nichts Neues. Und wie du schon sagst, einfach nur die Leute haben jetzt einfach nur die Möglichkeit, diese Sachen zu sagen. Und am Ende, das gab es halt früher nicht. Und am Ende musst du dir einfach, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, ein dickes, dickes Fell aneignen. Aber was ich so schade finde, ist diese Energie, die da reingeht in diesen ganzen Quatsch, anstatt dass die irgendwie konstruktiv genutzt wird. Also wenn Leute irgendwie... Ja, wie du gehört hast, es sind viele, viele Idioten dabei, die können einfach nicht konstruktiv denken. Ja, aber es gibt eine Menge, ich glaube auch, da sind eine Menge Spacken dabei. Aber es gibt ja auch viele Leute, die jetzt nicht blöd, und ich finde das so eine verpuffte, so eine vertane Energie. Ja, klar. Weil anstatt irgendwie aber, was zu machen. Aber das ist natürlich nicht nur ein Problem im Internet, das ist ein Problem inzwischen auch bei den klassischen Mainstream-Medien, ja, die dann aus so einer Geschichte plötzlich eine Titelstory machen, wo man sich fragt, gibt es eigentlich nichts, worüber man die Leserinnen und Leser informieren könnte? Das finde ich das Ärgernis. Ein rhetorischer Fehltritt ist wichtiger als 1000 Tote in einem anderen Land. Ja, Politik, und es geht ja immer noch auch um junge Menschen und wie man junge Menschen erreicht. Und neben den neuen Medien gibt es natürlich auch noch ganz andere Wege, Politik zu erreichen oder junge Menschen für Politik zu begeistern. Und die Berliner Initiative Du hast die Macht versucht das auf ganz kreative Weise. Nico hat mal geschaut, wie die das da so machen. Wir sind jetzt im Büro von Du hast die Macht. Anna, nochmal ganz kurz, was ist denn Du hast die Macht, eure Initiative, genau? Also Du hast die Macht versucht, jungen Menschen eine Plattform zu geben für ihre politische Stimme. Das mit Hilfe von Wettbewerben, Events, aber es auch Interesse für Politik wecken durch Reportagen, Dokus, Straßenumfragen und so weiter. Wie sieht es denn genau aus? Also wie schafft ihr es, dass sich junge Menschen wieder für Politik interessieren? Wir finden da statt, wo Jugendliche sich auch aufhalten, das heißt auf YouTube, wir haben eine Website und eine Facebook-Seite. Also das Internet ist im Prinzip unser Machtbereich. Glaubt ihr könnt mit euren Aktionen wirklich was bewirken, oder ist es, jetzt mal plump gesagt, vielleicht doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Ich glaube, in unserem letzten Projekt ist uns das ganz gut gelungen, Reputation. Reputation, deine Message, dein Mic. Die erste politische Online-Webcasting-Show. Raus kam Drop Dynamic, der beste politische Rapper Deutschlands. Liebe Angela, ich stelle mich vor, Robert 22 Jahre, also schenk mir dein Ohr. Diese Jugend möchte sich beweisen, doch sie kriegen keine Chance. Politiker würden niemals in meine Gegend kommen. Angela, komm jetzt nicht mit Antisemit. Ich weiß, für Kritik sitzt der Schwanz viel zu tief. Und diese Videos, die zeigt ihr dann quasi Politikern. Gehen da die Politiker auch drauf ein, oder ist es ein bisschen zu krass teilweise? Also erstaunlicherweise verstehen die das total gut. Also ich war immer sehr überrascht, in wie weit wirklich Politiker in der Lage sind, diese Rap-Songs ganz fix zu interpretieren. Also wir haben die denen auch nicht davor geschickt oder so und gesagt, ja, gucken Sie sich das mal ganz in Ruhe an, sondern bam, hier ist es. Was sagen Sie dazu? Ihr habt ja auch schon Volker Beck zum Beispiel gehabt. Lass uns doch da mal ganz kurz reinschauen vielleicht. Mach deine Augen lieber auf, denn der Staat schaut weg. Akten werden weggeschmissen von ungeklärten Fällen. Der junge Mann weist auf ein ganz wichtiges Problem hin. Neonazis werden laufen gelassen, anstatt verhaftet. Polizei, sie greift nicht ein, bald ist Nazi-Deutschland weg. Dass wir in vielen Städten Viertel haben, wo die Politik in den letzten Jahren zu wenig gemacht hat. Ich glaube, Rap sozusagen als Katalysator dafür hat uns unglaublich viel gebracht, diese äußere Hülle von Politikern aufzuweichen. Und ich finde, das sieht man auch bei Ihnen. Ja, Herr Beck, wir haben Sie jetzt hier eben im Einspieler gesehen. Aber so ein bisschen war das doch auch ein Politiker-Blabla, was Sie jetzt über dieses Video gesagt haben, oder nicht? Na, ich habe auch noch mehr gesagt, das haben Sie ja nicht alles gesendet. Alles und
Nee, wenn man so einen Rap-Song übersetzen muss, muss man ja einerseits differenzieren zwischen dem, was ist da richtig an Beschreibung, aber sind das, was er vorschlägt als Lösungsangebote, sind das die Lösungen? Und da waren auch Forderungen drin, mit denen ich nicht einer Meinung gewesen wäre. Deshalb ist wichtig, dass diese beiden Fragen auch voneinander zu trennen. Das Problem ist immer, wenn man etwas differenzierter angeht, sagt man entweder, es ist bla bla, wenn man es forsch formuliert, dann sagt man, die hauen nur drauf. Also beides ist am Ende eine Geschmacksfrage, aber ich finde zum Beispiel da wichtig, bei diesem Thema, was hier in dem Rap-Song war, da ging es um zwei Punkte, absaufende Stadtviertel, wo es für Jugendliche kein Angebot gibt, wo Spritzen von Drogenabhängigen auf der Straße sind. Was muss die Politik da machen? Und da haben wir ein Problem mit den unterfinanzierten Kommunen, die sich um solche Stadtviertel nicht mehr kümmern. Mhm. Und wir haben eine Drogenpolitik, die allein auf Repression setzt und deshalb nicht wirklich eine Antwort gibt, obwohl wir das schon seit Jahrzehnten wissen, aber das ist nicht populär zu sagen, wir müssen in der Drogenpolitik eine grundsätzliche Wende einleiten. Ja, gut, das ist jetzt eine inhaltliche Debatte. Wir wollen nochmal über Kommunikation. Ansonsten ist es blabla, wenn man nicht konkret wird. Da mussten Sie jetzt durch. Ja, da mussten wir durch. Ich würde aber gerne den Jasper mal fragen, als 22-jährigen Jungspund hier in der Runde. Kann man dich mit Rap erreichen? Ist das was dich anspricht? Ich höre keine Musik. doch, natürlich. Das muss man dann verstehen als das Kunstwerk, das es dann eben ist oder nicht ist. Und dass sich mit einer Lebensrealität auseinandersetzt oder nicht. Und was man da auf jeden Fall verstehen kann, ist, dass es eine Unzufriedenheit, eine Wut gibt bei jungen Leuten. Ob man mit allem einverstanden ist oder ob die Reime mir so passen, ist ja egal. Also ich verstehe den kulturellen Hintergrund, ja. Also was mich stört ist, ich glaube, dass die Medien an einer anderen Stelle versagen. Und zwar, dass sie den Jugendlichen nie klar machen, dass sie sich überhaupt nicht abzufinden haben mit dem, was ist. Und das ist ja mit der Politik genauso. Also man sucht immer, man erwartet immer, dass diese Generationen hineinwachsen in das System, das man da hat. Aber es ist überhaupt nicht klar, dass das nur ein Entwurf ist. Das ist ja nur ein Angebot. Das müssen wir überhaupt nicht annehmen. Da kann man sagen, hey, finde ich total bescheuert, will ich anders machen oder haben. Und dann muss ich mir überlegen, okay, wenn ich es anders haben will, muss ich es machen. Und das wird denen irgendwie überhaupt nicht erzählt. Und das ist was ich ganz, ganz schade finde. Also die wachsen alle auf und denken, sie müssen irgendwo reinpassen. Und jetzt haben sie alle Angst, dass sie keine Arbeit finden, wenn ich das schon höre. Ich glaube nicht daran, dass eine Generation als solche versagen kann. Also warum sollte das passieren? Ich glaube, wir sind auch nicht unpolitischer als eine andere Generation. Ich glaube, keine Generation ist hundertprozentig politisch. Das sind immer nur 10-20%. Aber die müssen es dann auch sein. Die müssen auf die Straße gehen und die anderen mitziehen. Ja, aber woran liegt es dann, dass irgendwie 40% der 20- bis 30-Jährigen bei der letzten Bundestagswahl nicht wählen waren? Ja, warum erreichen sie die nicht? Ich glaube, ein großes Problem, was wir haben im Dreieck Politik, Medien und Publikum, ist, dass vieles zu pauschalisiert wird. Es wird davon gesprochen, die Politik oder die Abgeordneten haben dieses oder jenes gemacht. Es war immer Mehrheit oder Minderheit. Ich glaube, mit Frau Homburger bin ich mir über weniges einig, außer dass wir eine parlamentarische Demokratie haben und dass das gut so ist. Aber deshalb ist es blöd, wenn dann geschrieben wird bei irgendwas, die Politik hat jetzt das versäumt oder nicht. Da mal war es die eine Mehrheit, mal war es die andere Mehrheit und das kann man konkret politisch zuweisen. Und das ist das Wichtigste, dass die Leute verstehen, es gibt einen Konflikt, es gibt unterschiedliche Interessen, es gibt unterschiedliche Lösungsangebote und man muss sich interessieren, welche man richtig findet und welche man falsch findet und sich entscheiden. Und dieses Pauschalisieren führt dazu, dass die Leute einfach aufhören und aufhängen und sagen, man kann ja eh nichts machen. Natürlich kann man was machen. Ich bin übrigens da das beste Beispiel, was ich als Vorbild jedem empfehle, den irgendwas auf dieser Welt interessiert. Ich habe 1979 angefangen, mit zwei Leuten in dieser Republik zu sagen, wir wollen die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare öffnen. Wir haben die Lebenspartnerschaft durchgesetzt, wir kriegen jetzt die Gleichstellung und irgendwann kriegen wir auch die Ehe. Also man kann was ändern und man kann Leute begeistern, mitnehmen und durch Engagement die Welt verändern. Man muss sich bloß aufmachen. Das kann man nur immer wieder erzählen, aber ich bin ein Beispiel, dass es funktionieren kann. Und da hat sich die Welt nicht geändert. Das funktioniert heute auch. Es muss einem bloß auch was wichtig sein. Hier in der Runde, wir haben gemerkt, Kommunikation ist mitunter nicht so einfach, weder analog noch digital. Egal, ob wir jetzt hier in der Runde sitzen oder ob wir posten, twittern, liken, bloggen, was auch immer. Es gibt auf jeden Fall immer mehr Kanäle, in denen wir nach Informationen fischen können. Das wissen natürlich auch die Politiker, aber die Köder, die nach uns auswerfen, die funktionieren irgendwie noch nicht so bombig.
irgendwie wollen wir einfach nicht anbeißen, oder Christian? Absolut. Vieles von dem, was uns die Politiker auftischen, scheint uns einfach nicht zu schmecken. Es ist zu fad, zu trocken, zu aufgeweicht. Politik, ich check dich, bleibt eine Aufgabe, für die es im Moment leider auch noch kein Patentrezept gibt. Aber ins Gespräch zu kommen, so wie wir es heute machen, ist schon mal ein richtiger Weg. Deswegen sage ich vielen Dank an die tolle Runde hier, vielen Dank an das großartige Publikum hier im Studio. Das war die Media Lounge 2013 hier aus der Hochschule der Medien. Wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen und wünschen einen schönen Abend.